Nach einigen Wochen Tests bin ich jetzt mal so weit, dass ich eine Dokumentation für die Rekonstruktionsworkbench anfangen kann. Und ich stelle jetzt mal hier die einzelnen Methoden vor. Also, wir gehen davon aus, dass wir eine Datei haben, in der ein Bild ist, aus dem wir ein Modell konstruieren wollen. Und um die Daten zu filtern, brauche ich da drei Bestandteile. Das erste ist einen Image-File-Lader, der mir also das Bild erstmal holt. Das zweite ist ein Filter, der gewisse Schwellwerte setzt und sagt, dunkle und helle Komponenten werden ausgeblendet. Da gibt es mehrere Methoden. Global Thresholding ist die eine. Und die erste, da gibt es zwei Parameter, so eine untere und eine obere Grenze, was akzeptiert wird. Und der dritte Filter ist schließlich ein Filter, der aus dem vorbearbeiteten Bild die Kanten herausholt mit KennyH. So, und ich erzeuge die jetzt erstmal alle drei und starte dann am Ende gleich ein paar Dialoge, wo man mit diesen Filtern spielen kann. So, jetzt haben wir also hier den Kantenerkenner. Mit seinen Einstellmöglichkeiten. Wir haben zweitens hier den Schwellwerteinsteller. Und das sehen wir hier, es gibt eben drei Methoden. Dieses globale Schwellwert einstellen, adaptives Mittelwerts einstellen und adaptive Gauss-Verteilungseinstellung. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Die beiden Methoden, die sind relativ automatisch und bei dem kann ich hier Schräubchen drehen. Und dann haben wir unseren File-Lader. Der interessiert uns nicht, den schiebe ich mal weiter raus. Wir schauen uns nur das Bild an, das wir laden. Das ist jetzt einfach mal ein Schrägbild von einem Haus. Ich stelle es mal kurz hier drüber. Und wie sieht die Struktur, die Modellstruktur aus? Drei Objekte. Und da ist es eben so, das Bild ist die Wurzel, da wird der Schwellwert ausgerechnet und dann werden die Kanten erkannt. So, jetzt habe ich das alles da. Und nun ist es so, ich habe hier zwei Parameter, die ich ändern kann. Ich kann also diese Parameter verstellen und dann ändern sich alle nachfolgenden Objekte. Da ich am Anfang immer nicht genau weiß, was ist der richtige Wert, gibt es jetzt hier die Möglichkeit mit ran einmal durch diesen Wertebereich hindurchzulaufen und da werden alle Bilder, die von diesem Parameter abhängig sind, jetzt automatisch aktualisiert. Lassen wir das mal laufen. Hier sehen wir, wie der Wert läuft. Und dann merken wir hier, diese Bereiche, die bringen gar nichts. Und dann gibt es halt Bereiche, die interessant sein können. Das sind jetzt irgendwelche Ecken, die man so findet. Und so nach und nach entsteht dann auch wieder das Haus. Und jetzt sind wir wieder auf dem alten Wert zurückgekommen. Das heißt, wir drehen uns einmal komplett durch. Und das gleiche geht auch für den zweiten Parameter. Und ich kann jetzt jederzeit auch stoppen. In dem Moment, wenn ich stoppe, bleibt er bei diesem Wert stehen. Und ich könnte an dieser Stelle einfach mit Umschalt-Tabulator zurück auf den Dialer und kann den Dialer jetzt entweder mit der Maus drehen, das ist aber ein bisschen schwierig. Ich kann aber auch mit den Cursor-Tasten, das schauen wir jetzt mal hier, punktweise weitergehen und hoffen, dass jetzt einfach die Einstellung nützlicher wird oder eben in 10er Schritten.
geht das dann auch mit Page Up, Page Down. So, das gleiche kann ich jetzt auch für andere Bilder machen. Ich verschiebe das mal kurz. Wir gehen einfach mal aus Image File. Und Dinge, die man nicht so oft ändert, die sind jetzt nicht in den Dialogen drin, sondern die sind hier in den normalen Property-Fenster drin. Und wir nehmen jetzt statt diesem Bild mal das Hausmodell und lassen das einfach hier auch einmal durchlaufen. Und wir sehen, wie sich also jetzt der Filter ändert und wir sehen, wie sich gleichzeitig auch die Kantenerkennung ändert. Stoppe ich mal hier und wir machen noch ein drittes Beispiel. Und zwar die 717. Ich aktualisiere einfach mal. Und das wäre jetzt quasi so ein Muster für eine Zeichnung. Wir haben also jetzt drei Ansichten. Es ist kein 3-Tafel-Bild, es sind einfach nur drei Ansichten und ein Schrägbild. Und wir sehen hier wieder die gefilterten Daten. Ich kann das jetzt auch beliebig groß machen. Um da Details erkennen zu können. Und kann jetzt einzelne Werte ansteuern oder eben einmal durchlaufen lassen und jederzeit anhalten. Die wichtigen Daten, die ich für die Einstellung brauche, habe ich hier in einem separaten Dialog. Da habe ich gezeigt, ich kann hier drehen. Und diese Daten werden normal in die Properties der Objekte reingeschrieben. Die stehen hier nochmal. Kann ich also ändern. Und dann gibt es immer einige Sachen, die nicht so oft gebraucht werden. Die befinden sich nur hier in diesem Property-Fenster und nicht in dem Dialog. Und hier ist es genauso. Hier gibt es also hier oben noch einige Einstellungen, die hier nicht auftauchen. Und hier steht bei den Objekten der Modus drin, was die gerade machen. Also wir haben hier eine Threshold-Methode und da gibt es noch einige andere Methoden, die ich dann in den nächsten Videos zeige.